Gut, dann zeige ich dir jetzt mal den Arbeitsplatz. Schön aus wie so ein Hackerbild. Was ich jetzt gerade in den letzten Tagen gemacht habe, ist den LEW-Tarifrechner einmal nachprogrammiert, Kilowattstunden angeben und dann auf jetzt berechnen gehen. Und dann werden eben hier eben Tarife vorgeschlagen. Das ist dein Alltag, also das machst du dann auch jeden Tag? Genau, also in der Abteilung jetzt schon. Ansonsten sind wir noch in der SAP-Abteilung mal und da machen wir viel mit SAP. Habt ihr bestimmte Arbeitszeiten oder könnt ihr das selbst bestimmen? Also wir haben Gleitzeit, das heißt, wir können eigentlich kommen und gehen, wann wir wollen. Das ist gut. Genau. Klar, man soll zu den Stoßzeiten da sein, also wenn die Abteilung eben da ist. Aber ansonsten, und die ganze Logik, die ist dann in C-Sharp geschrieben. Hier wird eben dann das Ganze berechnet und dann am Ende eben hier ausgegeben. Im Hintergrund ist das Ganze mit der Datenbank verknüpft. Ich mache mal einen Test 2. Und hier auf Rechner müsste der Tarif jetzt eben auch angezeigt werden. Warum hast du dich denn für die Ausbildung der LEW entschieden? Ja, also zum einen habe ich davor oder auch privat mache ich viele Projekte mit IT und bin da schon drauf gekommen. LEW, weil es wirklich zentral ist, mitten in der Stadt. Perfekte Verbindung. Noch gute Leute. Ja. Ja, das Arbeitsklima hier in, bei euch Fachinformatikern ist wahrscheinlich ist auch sehr, sehr locker zum Glück. Ja. Ja, sehr gut. Hier ist unser Rechenzentrum in der Schätzlerstraße. Genau, hier laufen eben unsere ganzen SAP-Systeme drauf, die ganzen Webserver, die wir betreiben. Genau, ich weiß jetzt noch nicht genau, welcher Server was macht, aber hier laufen dann eben die ganzen Dienste, die wir benutzen. Davon ist auch ein genau das gleiche Abbild in Oberhausen einmal, zur Sicherheit eben, falls hier was ausfällt. Die Datei nennt sich CSS und mit dem stylst du das eben. Da ist jetzt eben die Hintergrundfarbe im Hexacode jetzt angegeben. Aber wir können auch mal Red machen. Und genau, dann siehst du schon, ändert sich das eben. Was macht dir denn am meisten Spaß? Tatsächlich das Entwickeln eben, dass am Anfang eben noch eine leere Seite ist und am Ende dann eben wirklich was aufgebaut wurde. Hast jetzt auch du Lust, mehr über HTML zu erfahren und mit C# zu programmieren? Dann mach deine Ausbildung bei LEW.